Kulis der Weihnachtskonjunktur. Türken, die in Berlin den Kuhdamm fegen. Sie füllen eine Marktlücke, die mit deutschen Arbeitnehmern nicht zu schließen ist. Sie leben in Wohnungen, die deutsche Bürger längst verlassen haben. 30.000 Türken allein in Klein-Istanbul, im Türkenghetto Kreuzberg. Mit Kind und Kegel und falschen Hoffnungen folgten die Musulmanen dem Ruf der deutschen Wirtschaft. Vom ökonomischen Fortschritt jedoch haben sie weniger als ihre deutschen Kollegen und sie sind von möglichen Wirtschaftskrisen mehr bedroht. Berlins Senat konnte ihre Probleme bisher nicht lösen. Bürgerinitiativen proben deshalb Selbsthilfe. Der erste Schritt, was sind die Ursachen der Misere? Es ist so, das muss man einfach sehen, dass viele Bewohner es nicht ertragen können, mit mehr als 15-20% anderen zusammenzuleben. Die Mentalität der anderen Menschen, diese ist ja nicht so leicht zu erfassen. Und leider muss ich Ihnen sagen, dass ich, ähnlich wie einige Herren hier, keine große Lösung sehe. Die türkische Regierung ist bereit, die Lehrkräfte, und zwar Deutsch, so ausgezeichnet deutschsprachende Lehrkräfte hier zu liefern. Sprachbarrieren, Haupthindernis einer Integration. Özhan İnciler, eine von 60 türkischen Kreuzberg-Lehrerinnen und Lehrern, hilft. Was für ein Tier das ist? Halt mal, was für ein Tier? Ein Schweinchen. Sagen wir mal alle, ein Schweinchen. Der Staat begrüßt die Selbsthilfeaktion, doch fehlt ausreichende Unterstützung. Beschämend ist die Hilfe, die man Türken bei ihrer Religionsausübung zukommen lässt. Der ausgediente Teil des Kreuzberg-Krankenhauses Betanien dient ihnen als Moschee. Auch in der Freizeit bleiben Türken unter sich. Sie klagen über fehlenden Kontakt zu Deutschen, fühlen sich als ungebetene Gäste, obwohl sie hier arbeiten, Steuern zahlen. Sie fordern Abbau der Vorurteile. Salzburger Straße 16, Endstation unseres Berichts. Ein Hausbesitzer wehrt sich, dass wir den Wohnungswucher aufdecken, den er mit den Türken treibt. Los, drehen, komm rein. Los, rein, Ton ab. Wir gehen jetzt hier rein. Los. Schriftlich lag eine Einladung der Türken vor, die Räume des Wohnheimes zu betreten. Doch der Besitzer P. ist damit nicht einverstanden. Gut. So, Licht anlaufen lassen. Licht laufen lassen. Drehen. Er greift das Filmteam tätlich an, das die Wohnung filmen wollte, obwohl die Einwilligung der Mieter vorlag. Die Zustände erklären die Weigerung des Hausbesitzers. Bis zu 150 Mark monatlich nimmt P. für ein Bett in den Rattenlöchern. In einer Wohnung leben 14 Ausländer. Profit aus einem Haus 14.000 D-Mark im Monat. 30 Häuser besitzt Herr P. allein in West-Berlin. Der einzige Wasserhahn der Wohnung. Die Küche wurde vom Gesundheitsamt geschlossen. Die Türken essen seitdem kalt. In der Miete inbegriffen die Klosettreinigung. Doch beim einzigen WC der Wohnung scheint der Service nicht zu klappen. Die Schlösser hat der Hausbesitzer abmontiert, damit er jederzeit die Türken kontrollieren kann. Auch uns überraschte er bei den Dreharbeiten. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. P. gibt auf, schreit nach der Polizei. Doch dort ist P. schon registriert. Die Chance jedoch, ihm einmal gründlich das Handwerk zu legen, ist bei der derzeitigen Gesetzeslage höchst ungewiss.